So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 19. Jawohl, wir sind auf der Onkels Farm, ne? Lange, lange ist es her, wo ich ein paar Videos gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, was machen wir der Onkels Farm? Einfach nur mal ernten, reinfahren, wegfahren. Ja, ist dann langweilig. Und hat mein Onkel auch gesagt, ja, das ist langweilig, was du machst. Und ja, wir müssen uns erweitern. Und ja, deswegen, guck mal, hier stehen zwei Trecker, ne? Wir fahren jetzt mit denen hier erst einmal zum Shop. Und dann geht's weiter. Weil es zwar jetzt nicht auf der Stock regnen tut's auch, also ernten können wir sowieso nichts. Also von daher werdet ihr gleich sehen, was ich bis jetzt gemacht habe und noch machen möchte. So. Entschuldigung. So. Ihr seht schon, hier stehen zwei Gruppen. Zwei große Gruppen. Einen holen wir uns erst einmal. Weil ich muss erst mal was sauber machen. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So. Und dazu fahren wir jetzt auf... ja, Feld 16. So. Ja, wie gesagt, man sieht ja, man kann nicht ernten. Wir müssen bald mal wieder Wolle abfahren. Aber es ist erstmal zweitrangig. Weil ich kann es euch auch zeigen, und sondieren geht soweit gut. Also brauchen wir uns erstmal die nächsten Tage nicht so kümmern. Guckt mal da. Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen sauber machen, aber alles noch im grünen Bereich. Die anderen auch. Die Schweine auch. Ja, sauber machen. Machen wir auch noch. Schafen, ja, die müssen wir auch sauber machen, aber das ist alles noch im grünen Bereich. Oder mehr oder weniger im gelben Bereich. So. Jetzt nicht erschrecken. Ach nee, das ist noch nicht. Aha. So. Doch, im Hintergrund seht ihr es schon. Da seht ihr es schon. Da taucht was auf. So, mit dem Feld bereinigen müssen wir müssen erstmal das Feld hier bereinigen. Das sind verdorbene Sonnenblumen, die können wir eh nicht mehr ernten, also werden sie untergekruppert. Ja. Für was? Für was? Werdet ihr dann in den anderen Feld auch noch sehen, aber jetzt kommt's. So, und zwar hier haben wir eine Schlachterei gebaut. Oder ich habe eine Schlachterei gebaut. Da, eine Schlachterei. Dann eine Zeltstofffabrik, die wir auch unbedingt brauchen, auf jeden Fall. Unsere Zeltstofffabrik. Und dahinter ein Sägewerk. Yeah. Ein Sägewerk. Da kommt noch eine Tischlerei rein. Da kommt... was kommt da noch rein? Moment, wir können mal gucken. Also, hier kommt Bauplatz für Leerpaletten. Das müssen wir uns auch noch hinstellen. Hier ist Ladezone. Also Belieferung.
Oh. Ja, wir brauchen Holz. Und das ist auch der Stichpunkt. Das ist auch der Stichpunkt. Wir brauchen Holz für die Zeltstofffabrik und für, naja, dann eigentlich auch für die Schlachterei. So, hier können wir eine Tischlerei, die bauen wir auch natürlich noch auf. Aber erstmal brauchen wir Holzpaletten und Holz für die Zeltstofffabrik, dass wir Kartons herstellen können. Gut. Ja. So, hier für die Zeltstofffabrik brauchen wir Kartons. Nee, Quatsch. Brauchen wir da? War es nicht Papier und Leerpaletten? Ja, ich glaube Papier und Leerpaletten. Da kommen zumindest Leerpaletten rein, so wie es aussieht, oder abholen. Hackschnitzel brauchen wir auch noch. Ja. Hackschnitzel brauchen wir auch noch. Jo. Also wir haben eigentlich reichlich zu tun. Das kommt dann alles hier rein. Ist hier rein. Und die macht uns Kartons, die wir dann für die Schlachterei brauchen. Für, ja, Tiere, also Fleisch und so, und Wurst. Ja, für die Schlachterei brauchen wir Leerpaletten und Kartons. So. Ja, da würde ich sagen, wir machen erst mal hier eine Runde, dass hier erst mal hier ein bisschen von den verdorbenen Sonnenblumen weg ist. Dass man mal ein bisschen mehr sieht. So. Hinten Ausfahrt, ja. Boah, Zaun. So. Erstmal hier 1-2 Runden drehen. Was man mit dem Feld noch so anstellen, weiß ich noch nicht. Mit dem restlichen Feld. Aber erstmal ein bisschen Platz machen hier. Normalerweise könnte ich jetzt den anderen Trecker nehmen, weil, naja, kommt alles noch. Aber ich will ja erstmal ein bisschen. Wir haben einen falschen Trecker. Ja, weil es regnet, kommen wir nicht voran. Jetzt. Müssen wir nämlich auch noch Straßen bauen. Also wie gesagt, die nächsten Folgen sind Umbaufolgen. Da machen wir erst mal, ja, Forstbetrieb kommt noch, also brauchen wir unbedingt. Also Bäume werden wir noch pflanzen, dann die später abernten. Mal sehen, vielleicht finden wir auch euch eine Ecke, wo wir schon ein paar Bäume, ein paar Bäume fällen können. Was da hier her? Eng, ne? Ja, erst mal ein bisschen. Da kommt überall noch Beton hin. Ja, ich muss mir natürlich so einen großen holen, ne? Ja, musste ich. Wusste ich natürlich. Ja. Ach komm schon. Och, ich will doch bloß den kleinen Streifen machen.
Ja, kommen wir nie durch. In den Größen kommen wir nicht durch. Aha. Okay. Nee, mit den Größen werden wir wohl hier nicht durchkommen, ne? Ja. Mal gucken. Nee, mit den Größen kommen wir hier nicht durch. Na gut, dann holen wir uns später einen kleinen, weil jetzt hier die Durchfahrten, das ist ja okay. Uns noch einen kleinen holen. Ja, holen wir uns dann eine kleine, das ist okay. Au. Aber ich könnte eigentlich schon mal den anderen holen. Den auf Feld. Moment, wir müssen mal gucken. Feld 15 ist das, ne? Ja, nee, 52. Dass der da anfängt zu grubbern. Ja, weil da sollen die Bäume hin. Die Setzlinge. So, wo war jetzt mein. Warte mal. Am nächsten. So. Ja, müsste eigentlich genug Power haben. Hey. Können wir hier eigentlich auch die ganzen Bäume mal hier wegnehmen, die hier stehen, und alles ein Sägewerk, ab, alles ein Sägewerk. Aber das nach und nach. Uiui, war knapp. Alles gut, Grüner. Wow. So, da kommen überall Bäume hin, würde ich sagen.
Ach, jetzt. Ja, doch nicht so bauerhaft. Oder vielleicht liegt's am Wetter. Ach. Nee, der schafft das nicht. Boah, da kommt nicht mal so raus. Hilfe! Warum? Da kommt er nicht raus. Ja, da holen wir uns einen John Deere. Oh. Nein, ich will nicht einstecken. Ich muss den echt hier rausheben. Oh. Ja, wir sind in der Umbauphase. Da dürfen wir sowas. Da dürfen wir sowas. Ja, da holen wir uns einen John Deere. Mit Kettenantrieb oder mal gucken, was es anderes mit Kettenantrieb gibt. Und viel Power. Eigentlich habe ich gedacht, der schafft das. Na ja, suchen wir unser Powerfahrzeug. So, auf dem Hof wird natürlich auch noch umgebaut. Da kommen die Hallen, die kommen weg. Dafür kommen Durchfahrhallen. Weil, ja. Oder den da probieren. Ja, wir nehmen mal den da. Gesagt. Ich bin halt ein Fan. Lustig, oder? Fan. Aber vielleicht können wir den noch ein bisschen aufrüsten. Wo haben wir noch? Haben wir eigentlich. Ne, mal gucken, ob der es so schafft. Ansonsten müssen wir mal in die Werkstatt und den mal aufrüsten. Das sollte es ja eigentlich schaffen, ne? Ich glaube, der kriegt das gebacken. Ja, jetzt gesenkt oder angehoben? Angehoben. Ah, der schafft's auch nicht. Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Der schafft's auch nicht? Okay, dann gut. Dann heißt neuer Trecker. Uiuiuiui, ruhig, Braun, ruhig. Ja, dann holen wir unseren großen Trecker.
Ja, mag wahrscheinlich auch an dem Wetter liegen, ne? Weil schlammig und so. Tja. Dann holen wir uns einen großen. Ja, wir müssen unbedingt Trainer machen. Gut, dann holen wir uns einen großen Dreckerholz. Großer Drecker, steht nicht irgendwo großer Drecker da? Ja. Wir mal ganz hinten, mal sehen, was wir finden. Ja, alles mit Traubenantrieb. So, sind ja nicht schnell. Wie viel hat denn der hier? 100 noch was. Und der hat schon 600 noch was. Ne, dann nehmen wir den hier. Holen wir uns. So, Fabrik neu. So, Standard Design. Motor. Noch höher. Sind wir jetzt bei. Ich kann es nicht lesen. Geht's. Oben. 620 PS. Reifenvariante. Die bleibt so. Sein Standort, wo ist das andere Design? Das hat jetzt gerade einen Unterschied gemacht. Dass da oben eine Lampe ist. Mal. So. Bring mir mal in den Shop. Mal. Ja, sieht ja schon geil aus, ne? Sieht ja schon geil aus. Sorry, Leute. Ich musste gerade aufstehen. Ich hatte gerade einen Krampf im Bein. Na cool. Warum nicht? Aber das sieht schon cool aus. Funktioniert das mit Rückwärtsfahren hier? Nein, da muss ich wieder dahin. Nee, das war das nicht. Halt, stopp, das war das Falsche. Dahin. Nein! Das. Jo, jetzt funktioniert. Der ist zwar nicht schnell auf der Straße, aber ich denke mal, da muss sie noch Bauer haben. Dann nehmen wir den nur noch zum Krupp oder so. Obwohl, ich fahre ja auch über 40. Aber der sollte es jetzt schaffen. Der hat über 600 PS. Es wäre jetzt ein Witz, wenn der es nicht schafft. Wenn der andere Trecker schafft. Und die anderen zwei nicht.
Ansonsten hole ich bei Ford. Der Ford schafft alles. Ansonsten hole ich bei Ford. Der macht zwar Rabatz, aber der schafft alles. Sprach, er holte ihn und er versagte. Nee. Er müsste es jetzt eigentlich schaffen. Jetzt müsste es eigentlich schaffen. Wenn der es nicht schafft, dann bin ich auch nicht. Na, guckt euch an. Da geht er ab wie Schmidts Katze. Jo, einmal frei. Ich glaube, ich hole mir noch so ein Ding. Nur fürs Gruppum. Da gefällt euch. So, und da würde ich sagen, ja, beenden wir das Video erstmal. Und im nächsten Video machen wir das andere Feld noch ein bisschen. Wo jetzt die Schlachterei, Zeltschopffabrik und das sagt man gleich, Sägewerk steht. Ja. Und ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS19. Auf der Onkels Farm. Tschüss. Ich fahre noch ein Stückchen. Dann kann ich gleich über Weil laufen. So, aber jetzt. Tschüss.